Stopp, du bist erst da, wenn die Tastatur da ist. Jetzt. So. Muss ich mal meine Maus hier. So. Ja, hallo, wieder in die Runde. Ich muss noch warten, ist noch gar keiner da. Jetzt, 5 Zuschauer. Doch schon. Ha, das geht ja ratzfatz. Hallo zusammen. Wieso hat der Kommentar jetzt bei YouTube ein X? So, ich sage einfach mal Hallo in die Runde. Und hier ist wieder Uwe von Little Eyelid. Es ist wieder Sonntag. Hallo Bastelmaske. Ich muss gerade mal fragen, du bist ja bei YouTube. Hörst du mich und siehst du mich? Hallo Sandra. Schön, dass ihr wieder alle da seid. Könnt ihr mich alle hören und sehen? Da machen wir da gerade mal einen Check. Wie schaut's aus? Kurzes Feedback bitte. Könnt ihr mich hören und sehen? Du kannst auch mal was schreiben, ob das auch geht. Und dann, hallo Patricia. Hallo Mona. Ja, beides passt. Super. Könnt ihr Uwe hören? Ja, genau. Geht super. Alles super. Ja, perfekt. Auch der Kommentar funktioniert jetzt. Da warst du vorhin, glaube ich, etwas zu früh dran mit dem Abschicken. Passt. Wunderbar. Ja, ich freue mich wieder, dass ihr wieder alle zahlreich da seid. Und genau, ich habe heute schon mal was getestet. Ihr seht es ja schon. Und wer schon auf Insta gesehen hat, da habe ich ja das gleiche Bild auch schon hochgeladen. Ja, wir wollen heute hier eine Hintergrundgestaltung machen. Hallo Uta, bist auch mal dabei, diesmal sogar live. Hallo Ines, ja, es kommen ja immer mehr, muss ja fast noch einen Augenblick Ja, warten. unglaublich. Ja, hallo Wow. DW, hallo Dörte. Ja. Ich habe hier schon mal das hingelegt. Genau, ich habe mich heute schon mal mit dem gespielt. Das ist quasi auch eine Hintergrundgestaltung. Alles mit Distress Oxide gemacht. Und dann habe ich noch gleich eine Karte draus gemacht mit einem zweiten Projekt. Da haben wir noch ein bisschen Glitzer drüber gestreut. War jetzt nicht mein Favorit, aber die Oxide-Farben sind auch wieder wunderschön geworden. Und wie man so eine Technik eben macht, das möchte ich heute euch zeigen. Und ich habe dabei nämlich auch was Neues verwendet, was ich beim Tim Holz letztens, weiß gar nicht, wann das war, vor ein paar Wochen, hat der Tim Holz auf YouTube eben auch ein Video oder ein Live gehabt und da hat er eine Technik vorgestellt. Und genau diese Technik möchte ich heute machen. Ich habe das auch mal probiert. Ich weiß nicht, wer das Video gesehen hat. Der kennt das vielleicht, wer es beim Tim schon gesehen hat. Und da hat er nämlich sein neues Distress Micro Clays vorgestellt. Und das werden wir heute machen. Dazu gibt es diese neuen 3D Foam Blending Tools für diese Holzbürsten da oder für diese Holzaufsätze. Ne? Blending Blending Tools. Tools, genau. Das habe ich gleich mal verwendet. Und natürlich seinen neuen, den Wasser Sprayer. So Der toll. ist viel, ja, der ist größer und auch, ich meine, wir haben ja diesen kleinen von Ranger schon. Der ist aber etwas größer, etwas breiter das Ergebnis Wie und ist eben so dann dafür gekommen? besser. Ja, hallo Melli. So, dann fangen wir mal an. Ich habe auf jeden Fall für diese Technik ein Aquarellpapier. Ich glaube, jetzt sind einige da. Genau, sind eigentlich. Können wir loslegen. Was wir dafür brauchen, ist natürlich ein Aquarellpapier. Da haben wir hier das 350er, weil wir ja doch recht viel Wasser heute benutzen werden und da kommt ein stabiles Aquarellpapier auf jeden Fall besser rüber. Es hält einfach länger durch. Die Dompads sind auch schon im Shop. Kann sein, das habe ich heute gemacht, dass das noch nicht in der Kategorie ersichtlich ist. Aber wenn du ganz unten bei uns im Shop gibt es ja nochmal rechts unten neue Produkte oder neu im Shop. Über den Link klappt es auf jeden Fall, weil bei neu im April Ranger kann sein, dass das erst morgen angezeigt wird. Aber es ist schon drin. Oder du gehst einfach übers Video. In der Kommentarbox sind auch wieder alle Artikel drin. Da ist auf jeden Fall, also in der Box, da ist auch der Link direkt zu den Domes. So, ich mache jetzt erstmal das Aquarellpapier gleich auf die richtige Größe. Und zwar 10 x 14,4. Ich glaube, 14,4 müsste ich ja fast schon haben. Nehmen wir mal erst die 10 runter. 10. War das meine richtige? Ja. 10. Und dann machen wir die 14,4.
Schatzi, kannst du mal deinen Cursor oder deine Hand aus dem Chat irgendwie raustun, weil da zeigt es mir Show die ganze Zeit an. Ach so, hier, ja, die Maus, jetzt genau, warte Weil sonst mal. sehe ich nämlich die Ding nicht. Ja, so jetzt, ja. So, perfekt. So, also Kartenaufleger, 10 mal 14, 4. Ja. Nee, das ist die Mattung. Die Karte ist, der Aufleger ist 9,5 Ach, mal 13, 9. 13,9 Genau, mal 9,5. 5, 9,5. Genau, also hier nochmal bei 13,9. Muss ich noch was wegnehmen. Das ist halt, wenn man sich verguckt. Aber abschneiden kann man ja immer noch, ne? Dreimal geschnitten, noch zu kurz. Das wollen wir nicht. 9,5. So, jetzt haben wir gleich die richtige Größe. So, dann können wir die Schneidemaschine auch erstmal parken. Heute ganz wichtig, hier Glasmatte habe ich dazu benutzt mit diesem Surface-Ding da. Also da ist ja unten drunter dann dieses Standardglas und dann gibt es ja diese Matte da oben drüber, die ist ja da dabei. Und genau auf dieser Matte brauchen wir das heute, dann machen wir das nämlich jetzt alles. So, was wir dazu natürlich auch brauchen, ist natürlich jede Menge Oxides. Und zwar haben wir ja unsere Aufbewahrungsbox. Da haben wir heute auf jeden Fall Gelb am Start. Und ich glaube, ziemlich viele Blautöne hatte ich noch in der Verwendung. Ja, das war, glaube ich, in der anderen Box. Eine reicht ja schon nicht mehr. So, Salty Ocean. Übrigens hier die ganzen Aufschriften, die gibt es ja auch zum Download als PDF in der Kategorie. Mal gucken, schwarz habe ich nicht gebraucht. Old Pepper. Vielleicht nehmen wir auch noch das Gelb. Das Zitronen hatten wir auch dabei. Die Sandra Und sucht ein schönes Rot. Das Candied Apple ist ein richtig geiles Rot. Candied Apple, genau, das ist das hier. Siehst du dann auch? Candied Apple oder Crackling Nee, Campfire. ein richtig schönes Rot ist Candied Ja, Apple. schönes Rot ist ja schön, ist ja relativ. Ne? Also Candied Apple. Apple, sagt der Name, ja, kandierter Apfel. So rote Backe wie ein Apfel, Sandra. Ne? Und das Crackling Campfire, das kann man vielleicht beschreiben als ein Rotton, wo vielleicht schon leicht ins, also ganz leicht Richtung Orange, so ein bisschen eine Note schon mit drin hat. Ja, sie sucht so wie Weihnachten und da geht eigentlich das Candied Apple schon Da ran. geht das Candied Apple, ja. So, dann nehmen wir noch das Evergreen Bove. Dann brauchen wir auf jeden Fall fette Jeans. Ne? Da muss man nicht vergessen, beim Aussprechen das zweite D mitzunehmen. Ne? Ansonsten klingt es wie fette Jeans. Ne? Fette Jeans. Und dann haben wir noch Kitsch Flamingo vielleicht. Und Picked Raspberry vielleicht. Rusty Hinge. Nee, das hatte ich nicht. Pisok Fetters nehmen wir auch noch mit als vierten Blauton und das so, nehmen wir mal die, packen wir mal da weg, habe ich da einen Schatten, so und los geht's. Und zwar fangen wir mal mit Blau an. Erzähl doch mal was zu deiner Glasplatte, was da heute besonders dran ist. Ne, an der klar habe ich ja gesagt, die Glasplatte ist heute mit diesem Surface Matt obendrauf und da werden wir nämlich jetzt, das sieht man jetzt, das machen wir jetzt just by doing. Also wir nehmen einfach, machen das auf und dann drücken wir das hier so ein bisschen drauf auf die Matte. Ne? So, dann nehmen wir mal das Salty Ocean. Da kann man ja, die Farben kann man so, wie man das, ne, da gibt es kein richtig oder falsch. Das ist jetzt genau so individual, so wie jeder das will, mit seinen Lieblingsfarben. So, ein bisschen fette Jeans, Salty Ocean. Jetzt haben wir hier Peasock Fetters, das können wir da noch ein bisschen hinmachen. Einfach so ein bisschen hingeschmiert. Und noch ein bisschen Tempered Glass, das kommt dann noch hier unten hin. Ne? Kann man dann einfach so. Jetzt geht man her mit diesem Sprayer. Der hat übrigens hier oben so einen Knopf, dann kann man die quasi sperren, ne? Die Flasche. Und dann spritze ich da einfach so ein bisschen drauf. Zack, dann bilden sich so ein paar Tröpfchen. Und dann nehmen wir jetzt das Aquarell und tauchen das mal einfach da rein. Und zwar nur drücken, ohne wischen. Man kann es aber auch wischen, wie man will. Ne? Also man erhält dann unterschiedliche Ergebnisse. Zack, jetzt drücke ich das quasi erstmal so rein, nehme das wieder hoch und dann gucke ich mal, was rausgekommen ist. Aha, dann sehe ich schon, was los ist und dann kann ich quasi da noch ein bisschen, ne, dann kann ich ja gucken, wo noch was fehlt. Drücke ich dann einfach nochmal rein. So, und dann legen wir das mal auf Seite, trocknen das jetzt. Das ist quasi der erste Waschgang.
Und der wollte mitmachen in die Tasche, diese Tasche. Wo ich kurz ja. der Arbeit. Oh. Genau, ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr auch schon mal so eine Matscherfahrung gemacht habt, jetzt so mit diesen Oxides oder ähnlich. Siehst du, die Dörte schreibt schon, die macht das auch so. Hat sie auch schon mal gemacht. So, und jetzt sieht man ja, jetzt hat man es quasi einmal getrocknet und hier habe ich noch ganz viele kleine Wasserpünktchen drauf. Also gehe ich da nochmal direkt noch einmal drüber und tupfe die quasi nochmal mit auf, die Wassertropfen, ne? Die Tupfer. So, dann ist meine Matte ja fast leer. Dann habe ich jetzt hier noch die ganzen Tupfer mit drauf, dann trockne ich die nochmal. Sandra, versteht das weiße Ding auf der Glasplatte? Ne. Warte, das... Ja, wir können ja gleich mal einen Test machen. So, jetzt mache ich das erstmal sauber, Sandra. Und dann gucken wir uns das mal genauer an. Hallo Marion. So, jetzt mache ich das erstmal wieder sauber. Einfach ein bisschen Wasser drauf, abwischen. Fertig. So, dieses Ding da, das ist quasi diese, das ist auf der einen Seite glatt, ne? Wie eine Gummimatte, ganz glatt. Und dadurch klebt das da drauf, ne? Und auf der anderen Seite ist es so, es ist nicht aalglatt, ne? Was sieht man das? Das ist eine antihaftbeschichtete Folie. Genau, ah ja, eine antihaftbeschichtete Folie. Und wir können es ja mal testen. Ich habe ja hier noch ein Klecks Aquarell übrig. Genau, Aquarellpapier habe ich ja noch die andere Seite übrig. Wenn ich jetzt ohne diese Haftmatte auf dem Glas arbeiten würde, ne? Ich mache das jetzt mal hier probeweise, ne? Wenn ich jetzt das da auf die Glasplatte schmiere, ne? Die Farben. Und das dann auf der Matte macht, dann weiß ich jetzt auch nicht, was da. So Lotus-Effekt. Ne? Mhm. Genau. Dann, wenn ich das so mache, dann perlt das hier nicht. Ja, genau. Lotus-Effekt. Der fehlt hier. Ich habe jetzt hier drauf gespritzt und ich habe jetzt hier quasi eine Pfütze. Wenn ich das jetzt da drauf drücke, dann sieht es nicht, dann kommt dieser Effekt nicht. Ne? Das schaut dann gematscht aus. Also direkt wie ein Wasserfleck. Das gibt dann eben nicht diesen Lotus-Effekt. Der fehlt hier. Ne, Sandra, siehst du den Unterschied? Deswegen machen wir das so nicht. Oder beziehungsweise deswegen ist es eben so nicht vorgesehen. Das geht auf dieser reinen Glasplatte nicht. So, dann machen wir das wieder weg. Sandra, ich hoffe, ich konnte ein bisschen aufklären. Oder überhaupt alle Zuschauerinnen und Zuschauern konnte ich jetzt gleich mal aufklären, was das ist. So, können wir das nämlich wieder weglegen. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. So, dann machen wir nämlich jetzt diese Haftmatte wieder hier drauf. So, und habe ich jetzt hier diesen Lotus-Effekt hier oben drauf und jetzt geht es. So. Genau. Lotus-Effekt, genau, war richtig. So. Jetzt hatten wir quasi die erste Lage, ne? Die ist jetzt hier getrocknet. Jetzt machen wir das Ganze nochmal. Damit wir quasi hier einen schönen Wassereffekt, diesen Distress-Oxide-Effekt reinbekommen, machen wir jetzt das Ganze nochmal, drehen aber die Farben jetzt hier so ein bisschen rum und nehmen noch was dazu. Jetzt nehmen wir mal noch dieses Evergreen Both dazu. So. Dann nehmen wir noch Old Pepper. Das könnte man auch gleich hier noch daneben machen. Old Paper, nicht Pepper. Pepper, Old Paper, Evergreen Both. Und dann nehmen wir nochmal Salty Ocean, dann von der anderen Seite. Das hatten wir, glaube ich, von rechts oben. Jetzt machen wir es unten. Und Tumbled Glass als hellblau nehmen wir hier noch mit rein. So, und jetzt gehe ich nochmal ein bisschen Wasser drauf. So. Und jetzt gibt es noch einen Trick. Jetzt können wir nämlich hier mal mit ein bisschen Teba, haben wir ja noch eins gehabt hier, einfach mit dem Finger einmal so hier durch. Dann habe ich hier schon mal so ein bisschen Mischung und noch ein paar größere Tropfen. So. Und jetzt mache ich das gleiche nochmal. Jetzt schaue ich nur, da oben hatte ich schon mal Salty Ocean, da gehen wir so drauf.
drehen. Einfach mal so. Zack. Jetzt machen wir hier nochmal die Ecken. So. Machen wir mal die Mitte. Und jetzt trocknen wir das wieder ab. Und jetzt sieht man eben schon hier, dass dann hier diese Wasserränder entstehen und dieser richtig schöne Oxide-Effekt. Wenn man mag, ne, oder wie auch immer, könnte man jetzt auch jederzeit nochmal mit einem Sprüher nochmal drauf gehen. Ich mache das jetzt mal hier einfach nochmal antropfen. Dann kann ich hier auch nochmal mit dem Ceva drauf gehen, um eben nochmal diese Tropfeneffekte etwas hervorzuheben. Dann habe ich hier nochmal ein bisschen mehr Tropfeneffekt drauf. Und dann wieder trocknen. So, jetzt habe ich noch ein bisschen Wasser auf der Glasplatte. So, wenn die Karte, deswegen haben wir ja heute auch ein etwas stabileres Aquarellpapier genommen. Die wölbt sich dann ein bisschen. Dann geht man einfach von der Rückseite wieder drauf. Und dann geht sie wieder in die andere Richtung. Und dann wölbt sie sich wieder zurück. So. Jetzt haben wir natürlich noch ein paar Wassertröpfchen hier drauf. Die nehmen wir natürlich auch noch mit. So. Und wieder hinein damit. So. Jetzt haben wir noch einen schönen Effekt. Jetzt können wir das mal nochmal trocken machen. Ja, da wird echt jedes Werk ein Unikat. So soll es ja auch sein. Man kann das Spiel auch so oft fortsetzen, wie man möchte, weil die Oxides immer draufbleiben. Ja? Das wird dann quasi Schicht auf Schicht und immer, ja, wenn man mag, okay, dann möchte ich da mal mit den Farben spielen oder hier noch ein bisschen, ne? Dann kann man das alles machen. So, das heißt, ihr könnt da quasi mit euren Farben spielen. Weiß nicht, Dürte, wenn du schon mal gemacht hast, kannst du ja berichten. Das ist eigentlich eine ganz tolle Geschichte. Und da fragt Arte gerade nochmal, ja, was wir für ein Papier verwenden, weil sie das schon so oft probiert hat und das Problem hat, dass sich das Papier... Genau, das ist jetzt ein 350 Gramm Aquarellpapier. Das ist also wirklich sehr dick. Das haben wir schon lang getestet und für gut befunden. Link dazu gibt es unten in der Box. Und das wälzt sich auch ein bisschen. Ne? Das hast du gerade gesehen. Noch geht's. Man kann das dann, wie ich gerade schon gemacht habe, von hinten nochmal nachföhnen, dann wälzt sich das auch wieder zurück. Ja, also das kann man durchaus, wenn es sich wälzt, auch wieder gerade biegen. Wenn man natürlich von Haus aus jetzt nur ein 200er Grammage nimmt, dann kann es natürlich sein, dass es dann insgesamt schon zu wabbelig wird, wenn es zu dünn ist, ne? dann hält es vielleicht auch nicht. Aber das wird richtig stabil und wir hatten auch den Eindruck jetzt heute Nachmittag beim Mustermachen, dass das, je mehr Farbe ich da drauf gebracht habe, desto stabiler ist es geworden. Man hat dann richtig gemerkt, vielleicht auch mit dem Wasser zusammen in Verbindung, dass es dann immer härter wurde. Ne? Genau. So, also ich finde, das ist jetzt schon mal ganz ansehnlich. Das könnte man jetzt schon so lassen. Wer will, kann natürlich jetzt hier noch ein bisschen reingehen, aber wir machen ja noch weiter. Und zwar kommt jetzt das Embossing Clays. Und da hatte ich zum einen, ich mache wieder beides, habe ich gesagt, ne? Mit dem Stencil. Da kann man sich ja dann auch Stencil raussuchen, wie man das möchte. Ich habe mir jetzt rausgesucht zum einen dieses Harlequin, diese Raute, Rautenmuster. Und dann hatte ich noch diese Blubberblasen, ne? Oder wie sagt man, Wasserblasen. So, und dann gehe ich als erstes her, lege das einfach mal hier drauf.
So grob, ne? Es muss jetzt nicht alles drauf sein, so dass es halt passt einigermaßen. Und jetzt nehme ich mein Distress Micro Clays. Und das Micro Clays, das ist wie so ein, wie sagt man da, so ein Wachs, ne? Und damit versiegelt man jetzt das Papier an der Stelle, sodass, wenn ich dann nochmal mit Farbe drauf gehe, an der Stelle, wo das Wachs ist, kann die Farbe nicht am Papier haften. Ne? Da wird's quasi, da kann ich quasi eine Farbschicht drüber machen und die darunterliegende Farbschicht an den Stellen, wo ich mit der Clays arbeite, bleibt die darunterliegende Farbe sichtbar. Und die trage ich jetzt auf mit diesen neuen 3D Foam Blending Domes, so heißen die hier. Die sind so ja, halbrund, oval, sage ich mal hier so. Ne? Und dann brauche ich bloß wirklich nur ganz leicht einmal vor, einmal zurück und dann habe ich die da hier oben dran, die Clays. Dann gehe ich hier ein bisschen auf die Matte, verteile das so ein bisschen, ja, vielleicht noch ein bisschen. So, dann habe ich hier so ein bisschen so einen leichten Fettfilm hier drauf. Und dann gehe ich jetzt damit auf meinen Stencil und ja, das knistert dann so ein bisschen. Dann reibe ich das da einfach ein und tupft es. Und dann kann ich hier nochmal einen Rest aufnehmen. Und dann gehe ich hier in die Mitte. So, dann nehme ich nochmal ein bisschen. Ich brauche das auch nicht kleben, weil das ist so ein bisschen, das hält von alleine. So. So, jetzt habe ich das da drauf. Das ist ganz sparsam, aber wirklich gar nicht viel rausnehmen. Einfach so ganz leicht nur antupfen. Schaut mal her, das ist so ein richtiger Wachs. Ja, wie so eine harte Wachsdose ist das. So, und jetzt ziehe ich das einfach wieder ab, das Stencil. Und kann das auf Seite legen. Wo packe ich das denn jetzt? Da oben. Was willst du? Doch bitte noch mal unser Echt, Aquarellpapier. war die Frage. Okay, ich lasse das mal kurz, damit das Wachs auch kurz ein bisschen Weil Sie antrocknen auch kann. sehen wollen, ob es wirklich weiß ist. Und wir haben Ach ja auch so. in diesem Hier mal die ganzen Aquarellpapiere. Das A4 200 gibt es aber so nicht im Shop. Das gibt quasi. So, Ach das so, kannst du mal dann habe nehmen. ich das quasi Das exklusiv. 200er hatten wir noch mal getestet. Also, das A5 Aquarellpapier in 350 und in A4 Aquarellpapier. Und ja, das ist richtig weiß, weil die Frage kam. Und es ist auch nicht sehr, nicht so stark gemustert. Ne? Ich weiß gar nicht, ob man das so sehen Nee, es kann. ist eigentlich Ne, für ein relativ glatt. Aquarellpapier ist es relativ glatt. Ne? Man Und hat ja man oft kann auch diese gut abstempeln. Aquarellpapiere, die dann richtig grob faserig oder schon von der Optik her sehr grob sind, ist bei dem nicht so. Das ist also wirklich noch sehr glatt. Und das Man lässt sich kann super dennoch gut stempeln. stempeln auf dem. So, hier nimmst du es mal wieder. Ja. So, jetzt ist mein Wachs hier quasi auch fertig. Und dann gehen wir jetzt quasi her. Jetzt machen wir das gleiche Spiel wieder. Jetzt kommt wieder Farbe und dann drücken wir die Karte da wieder rein. Diesmal nehme ich mal noch ein bisschen Grün. Mal Grün. Jetzt können wir auch ein bisschen Gelb dazu nehmen. So, da haben wir hier das Mustard Seed und das Gathered Straw nehmen wir noch mit dazu. So, dass wir quasi hier eine andere Farbe haben. Und dann nehmen wir wieder Wasser. So. Und dann drücken wir das da rein. Aber nur drücken, ohne wischen, wobei der hat es auch gewischt. Wir machen jetzt mal wischen. Der hat's Und gemischt. drücken. So. Jetzt haben wir das so und jetzt sieht man eben, jetzt trocknen wir das gleich mal ab. Man kann das auch noch ein bisschen kippen, ne? Oder ich könnte jetzt auch noch mal mit Wasser hier drauf gehen und das noch mal ein bisschen laufen lassen, wenn ich möchte, ne? Hier, dann kann ich es noch mal.
Ach, dein Körper ist nicht mehr enthält. Jetzt. So, und jetzt? Genau. Und jetzt seht ihr eben schon, dass eben hier die Bläschen hier, ne, das ist quasi von dem Glaze. Da sieht man quasi, dass da die unterliegende Farbe zu sehen ist. Jetzt habe ich natürlich noch ein paar Tropfen drauf, die nehmen wir wieder mit. Nochmal aktivieren. Und dann könnte ich mir vorstellen, da oben das noch dahin zu machen. Und da drüben haben wir noch was. So, aber da kann ja jeder, so wie er das am besten mag, dann. So, jetzt reicht's. Und ihr seht, das Aquarellpapier ist immer noch hervorragend. Ja, hallo, Gabi. Oder ich habe gefragt, wie die Film hier heißt, die du da drauf auf der Matte drauf hast. Gibt es die überhaupt anzunehmen zu kaufen? Nee, die ist da dabei. Ja. Ich drehe die Karte nochmal rum. So, also ihr seht zum einen hier meine Aquarellkarte. Schaut her, das ist ja quasi noch allglatt. Das Vorspiel hast du verpasst. Ja, schau her, das ist das Vorspiel. Schaut her, hier, das finde ich so richtig schön hier, diese ganze Aquarell oder nee, diese Wasserrandoptik, das ist genau dieser Distress Oxide Effekt. Und dann sieht man hier diese Bläschen, die dann hier hochkommen. Sieht man das hier? Ja, genau, hier sieht man es schön. Und auch hier, ne, das ist dann vom Embossing Glaze. Auch hier ist das Grün obendrauf an der Seite und das Blau von unten drunter, das kommt da hindurch. So, jetzt zoomen wir mal das hier auf Seite. Und dann komme ich mal noch diese. Huch, jetzt muss ich mal kurz hier drücken. Warte mal. Jetzt. So. Diese. Ach so. Diese Folie, weil wer hat gerade gefragt? Dörte, glaube ich, ne? Diese Folie, die ist da dabei bei dieser Glasmatte. Also die gibt es nicht extra zu kaufen. Da muss man nicht extra kaufen. Die ist bei der Platte ja dabei. Egal, ob bei der großen oder bei der kleinen. Das ist ja jetzt hier die kleine. Wie heißt die so Face Mat? Ich glaube, so. Die heißt so Face Mat oder so irgendwas. Oder ja, irgendwie so. Die ist aber dabei. Ich weiß gar nicht, ob es die als Ersatzware oder Ersatzteillager quasi gäbe. Müsste man mal schauen. So, ich finde die Karte, ne, unser Aquarell. Wunderschön. Mit Distress Oxide gemacht. Finde ich so sehr anspruchsvoll oder sehr, ja, eigentlich gar nicht schwer. Was heißt anspruchsvoll? Es ist eigentlich gar nicht anspruchsvoll. Ne? Jeder kann machen, wie er es will. Und ist in seinen Lieblingsfarben, da kann er sich austoben. Jetzt habe ich hier quasi Rot-Gelb-Grün-Mix. Man könnte genauso gut irgendeinen Rot-Mix machen. Ich habe das ja heute Nachmittag schon mal probiert. Mein erster Versuch war hier, dieser Mix. Da war da noch ziemlich viel Rot und Gelb dabei, wie man sieht. Und dann sieht man auch hier die Blubberblasen aufsteigen. So, und als zweiten Effekt, jetzt würde ich gerade sagen, brauche ich den Harlequin-Effekt eigentlich noch? Oder kann man das fast auf der Karte weglassen, ne? Ne, auf der Karte hatte ich dann auch noch, hier sieht man es, die Rauten eingesetzt. Ne, mit der Schablone dann hier. Da kann man das genauso machen. Und dann hat man hier die Rauten noch mit drauf, mit der unten drunter liegenden Farbe. So, dann lege ich die mal wieder weg. Wir haben ja von der Zeit auch schon. Genau, das ist halt so mal eine Idee. Dachte ich mir, Mensch, das hat der Tim letztens in dem Video gezeigt. Habe ich mir gedacht, das musst du auch mal probieren und zeigen, weil ich weiß ja nicht, ob ihr das alle gesehen habt beim Tim. Zum einen ist es ja auch alles auf Englisch, meistens verstehe ich es auch nicht, aber an dem, was er zeigt, kann man ja dann
quasi sehen oder ahnen, was er da meint und wie er das macht. So, und jetzt haben wir gesagt, habe ich ja noch ein bisschen diese Domes, kann man natürlich auch, sind übrigens 10 Stück in der Packung, und daher bleiben da natürlich auch das fürs Glaze, das sage ich jetzt, habe ich es fast vergessen, das Dome, was man auf dem Glaze hatte, würde ich dann aber auch nur fürs Glaze benutzen, weil das natürlich jetzt hier dieses Wachszeug da drauf hat, und da könnt ihr dann nicht nochmal irgendwie auf eine andere Farbe gehen oder so, ne? Also das Pad ist dann fürs Glaze quasi reserviert, das bleibt so. Und jetzt kann man hier diese Domes aber auch für die normalen Farben nehmen. Ich nehme da nochmal ein bisschen Kitsch Flamingo. Yay, für alle Rosa-Fans. Und gehe da nochmal hier rein so ein bisschen und kann dann hier auch nochmal über den Rand, da wo noch weiße Stellen sind, gehe ich jetzt einfach nochmal mit ein bisschen Kitsch Flamingo drauf und kann hier also noch ein bisschen Farbex, noch ein bisschen was drauf machen in den Ecken. Und dann haben wir da noch so einen kleinen Effekt drauf. Oh, Sandra, du mit deinem Schweinchenrosa. Ja, jeder hat da halt eine andere Meinung dazu. So, und jetzt seht ihr ja, das mattet ja jetzt so ein bisschen auch das Rosa. Habe ich da vorhin einfach noch mal ein bisschen Wasser drauf gegeben. So. Und dann habe ich da einfach mit dem Zewa noch mal ein bisschen drauf getupft. Zack. Und dann wird das Rosa quasi wieder ein bisschen eingearbeitet, weil dann aktiviert sich so ein bisschen die Farbe. Und dann hole ich das Blau quasi wieder ein bisschen präsenter an der Stelle. Und dann habe ich quasi das Rosa an der Seite, aber an der Ecke das Blau wieder präsent. Genau. Mehr braucht es gar nicht an Rosa. Wer natürlich hier voll auf Schweinchenrosa oder Rot abfährt, der macht natürlich hier nochmal volle Bulle mit Rot weiter. Aber das kann ja jeder machen, wie er will. Ja. So, dann tun wir das mal auf Seite. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, mit was hatte ich dann weitergemacht. Ach, jetzt kommt quasi schon mein Fisch, mein Hai. Jetzt können wir quasi den Part haben wir jetzt an der Stelle erstmal fertig. Die legen wir jetzt mal auf Seite, dass die eben, oder ich lege es mal hier hin, da kann man sie wenigstens noch gut sehen. So, jetzt mache ich weiter mit dem da. Jetzt brauchen wir quasi was zum, halt, hier muss ich noch sauber machen. So, einmal die Platte poliert. Zack, wieder frisch. Und dann geht es weiter mit Stempeln. So, da haben wir ja jetzt hier den, das brauchen wir später. Zwar habe ich da den Hai-Stempel aus dem Stempelset. Für die, die es wissen wollen, habe ich natürlich, Link ist unten in der Box, ganz klar. Aber hier, das ist von diesem Stempelset von Crafty Motions mit diesen ganzen Fischen drauf. Na, jetzt habe ich natürlich das Cover da drin. Hinterm Stempel. Zack, jetzt. Genau, der ist es. Dieses Stempelset heißt Ocean 5. Da gibt es, glaube ich, 6 Ocean-Stempel. Genau, das ist die Nummer 5. Und dann nehmen wir jetzt diesen Hai hier und den kolorieren wir. Dazu lege ich einmal hier mein, habe ich auch auf dem Aquarellpapier gemacht. Ja, ich könnte ja den Magneten vielleicht noch benutzen. Wahrscheinlich wäre das gar nicht schlecht. So, dass man da schön unser kostbares Aquarellpapier. So, dann habe ich hier mein neues Stempelkissen, das Archival Ink oder Archival Ink, je nachdem, wie ihr dazu sagt. Danke, Mona, an der Stelle für den Tipp, ne? Ist noch nicht im Shop. Ich habe das jetzt mal jetzt hier erstmal zum Testen, wie das denn mit Aquarelltechnik funktioniert. So. Dann stempeln wir das einmal ab. Super schön schwarz Ja, intensiv. gibt, und ihr seht auf dem Aquarellpapier, ihr seht, da ist auch keine Linie unterbrochen. Das passt da voll drauf. Nicht bei anderen Aquarellpapieren, die sehr grob sind,
hat man dann oft das Problem, dass der Stempelabdruck nicht ganz sauber ist. Habe ich jetzt hier nicht, wie ihr seht. Ich föhne das trotzdem mal gerne. Der Horst. Der Horst, ein bissiger Hai oder ein lieber Hai? Der ist lieb, das sieht man doch schon. Der ist Vegetarier. Ja, ein vegetarischer Hai. Ja. Also taufen wir ihn Horst oder was? Horst. Mona sagt auch super. Wie, heute ist es ruhig. Ach so, ja, im Vergleich zum letzten Wochenende, da hatten wir, glaube ich, beide einen Spaßclown gefrühstückt. Da, im Gegenteil dazu ist es heute etwas entspannter, aber es liegt vielleicht auch im Thema. Ich meine, so eine wunderschöne Distress Oxide kolorierte Karte. Ja, ich habe Hat da sie besser? heute Nachmittag quasi, wo ist er denn da? Heute Nachmittag mit schöner Musik. Und dann konnte ich da richtig schön, das war richtig was Entspannendes, ja, fast schon Meditierendes, dieses Zeug zu machen. Also hier mit Farben zu hantieren und zu agieren und zu managen und zu action und zack, war richtig toll. So, was wollte ich jetzt? Ah, ich wollte unseren Horst ausmalen. Horsti. Der Horst. So, dann kommt wieder unsere Aquarellpalette zum Einsatz und natürlich das Wasser. So. Diesmal habe ich hier das Blau. Und dann habe ich hier noch ein bisschen von dem Braun. So. Und wenn ich das dann Mische mit. mische mit Ü, Doppel-Ü, mische. Mische. So, dann gibt das da so ein bisschen. Dann gehe ich aber erstmal nur leicht jetzt da rein und mache mal gleich mal hier so den Körper. Erstmal so grob tutti kompletti. Ganz dezent, das sieht man fast nicht. Nur dass er halt dann nicht mehr ganz weiß ist, ne? Weil so einen ganzen weißen Hai habe ich jetzt noch nicht gesehen. Haha, Wortwitz. So. Der Weiße ist ja auch kein Vegetarier. Genau. Dass das Papier erstmal so ein bisschen Graustich kriegt. So, oder? So, und dann trocknen wir das einmal an. Sieht man wahrscheinlich jetzt gar fast gar nicht, dass der gar nicht mehr ganz weiß ist. Ja, so ein bisschen sieht man es, ne? So leicht grau, hellgrau. Was sieht man? Kann ja das nicht quatschen? Ja, weißt du, ruhig mal. Also. Ja, heute gab es ganz viele Informationen bei der Farbe, deswegen hat auch keiner was gesagt, ungefähr, ne? Damit keiner was verpasst. So, und jetzt nehmen wir einfach ein bisschen mehr Farbe auf den Pinsel. Ja, da fehlt mir noch mal ein bisschen Braun, da können wir noch mal ein bisschen nachfassen. So, jetzt schauen wir mal, ein bisschen mehr Wasser. Dann können wir Sie den. sind wieder fasziniert von deiner Aquarelliertechnik. Meinst du, was schreiben Sie denn? Das machst du schön. Ja. Die erste Schicht. So, jetzt föhne ich das erstmal trocken und dann gehen wir nochmal drüber. Zweiter Gang. Der Urlaubsgabi beim Ausschneiden sind wir noch nicht. Den kannst du das hier ausschneiden. Da ist der mit so Filigran. Genau, du hast übrigens recht, Urlaubsgabi. Ich habe ja vorhin schon das Muster gemacht. Und da habe ich tatsächlich auch gemerkt beim Ausschneiden, dass das Voll ganz, easy. ganz leicht ging. Ja?
so schön rund, die Kurven, keine Ecken, keine Ösen, keine Hindernisse. Perfekt. Genau. So, jetzt gehe ich nochmal mit Wasser drauf und ziehe das jetzt hier die Linien wieder ein bisschen ab, dass es dann ein bisschen weicher wird an der Stelle. So. Pinsel da nochmal so drüber. Was? Jetzt lasse ich da nochmal so ein bisschen Farbe reinlaufen, dann mischt sich das so ein bisschen von selber und macht dann eigentlich erst so richtig den Aquarelleffekt aus. Wenn man da jetzt mal so einen Punkt Wasser drauf gibt, dann zerläuft es dann so ein bisschen, ne? Das finde ich dann immer so einen tollen Effekt. So, und was war bei Hä? Hast du irgendeine Frage gehabt? So, jetzt trocknen wir den nochmal ab. Genau, ich wollte gerade sagen, da kann man doch auch eine Backfolie oder irgend so eine Dauerbackfolie geben. Eine Dauerbackfolie, ne? Die gibt es ja auch in jedem gut sortierten Haushaltswarengeschäft. Und da gibt es diese Dauerbackfolien, da probier die doch mal. Dörte war es, glaube ich, ne? Dörte, ja. Genau. So, jetzt hatte ich hier vorhin noch ein bisschen den Rotton, weil der, ne, wenn der Hai dann auch mal so ein bisschen Happy-Happy gemacht hat, dann kann es ja passieren, es tropft ihm doch auch mal ein bisschen was raus. Also der Bauch kriegt von mir schon noch mal so eine kleine Rosé-Note. Ne? Und auch die Flügelspitzen, die Schwanzspitzen. So, das finde ich dann schon noch mal so ein bisschen. Ne? So, jetzt trocknen wir das noch mal ab und dann, glaube ich, sind wir final. So, jetzt gucken wir mal. Wie gefällt euch der Horsti? Horsti ist schön. Ist halt dezent. Ich meine, es ist jetzt kein, wie sagt man, Nemo-Fisch, ja, so ein bunter, aber es ist halt ein Hai. Ne? Ist halt, Hai ist halt Hai. Ist halt kein Regenbogenfisch. Ne? Genau, Dörte, wenn du es gemacht hast mit dem Wachs, Dauerwachs Backpapier, dann berichtest du gerne. Kannst du uns auch dein Projekt dann, das gilt übrigens für alle, wenn ihr auch ein Projekt macht nach vielleicht einer Inspiration von uns, dann könnt ihr natürlich gerne unser Hashtag setzen, Little Eyelet, oder uns direkt adden, ne? Dann können wir es auch direkt sehen, was ihr Tolles gemacht habt. Finde ich immer ganz spannend und ja, freut uns dann auch immer. So, jetzt schneiden wir den Kollegen hier mal aus. So, jetzt, wer macht es gleich mit dem leichten Ausschneiden? Bastel, nee, Urlaubsgabi. Ich fange auch hier vorne an, weil dann habe ich erstmal zum Warmwerden erstmal eine lange Gerade. Ne? Da spiele ich mich dann erstmal. Da kann schon mal nicht viel schief gehen hier. Und ihr seht schon, das gibt heute wieder hier meditatives Schneiden mit Uwe. Bitte entspannen Sie sich, legen Sie sich zurück, genießen Sie die Momente, in denen Uwe hier ausschneidet. Das ist ein sehr entspannendes, meditatives Ereignis. Er hat schon die Hälfte geschafft. Fast.
Boah, die Sandra hat Action gebucht und sie kriegt jetzt meditatives Zuschauen und so. Ja, Action hatten wir im Teil 1, ne? Das war das mit der Farbe. Da hatten wir Action. Jetzt ist hier Teil 2. Ihr merkt auch, meine Stimme ist jetzt ganz entspannt und ruhig. Mona holt die Räucherstäbchen raus. Genau, Mona, wer mag, kann natürlich auch ein Räucherstäbchen anzünden. Muss aber ein kurzes sein, weil wie ihr seht, ich bin schon auf der Zielgeraden. Also maximal ein kurzes anzünden, weil viel gibt es nicht mehr zum Meditieren. Du hast so eine sanfte Stimme, Meine mein Sch Schatz. Stimme ist heute so sanft. Hier noch eine schöne Rundung schneiden und schon sind wir Bertsch. fertig. So. Und das ganz ohne Extrakosten, Gabi. Genau. Apropos ohne Extrakosten. Jetzt schon mal ein Zwischenruf. Wem natürlich unsere Videos gefällt, der darf immer einen Daumen da lassen und natürlich auch kostenlos ohne Extrakosten abonnieren. Wenn ihr da noch die Glocke einschaltet, dann verpasst ihr keine dieser weiteren meditativen Sendungen. So, jetzt habe ich hier mit den Kollegen da. Horst. Horst heißt er. Das Streichholz ist abgebrannt. Jawohl, passt. Dann machen wir direkt weiter. Jetzt ist es ja eigentlich nur noch, was heißt nur noch ein Zusammenfügen der Karte. Wobei eins fällt mir gerade noch auf. Es fehlt ja noch ein Spruch. Und den stempeln wir jetzt gleich erst hier drauf. Dann nehmen wir wieder unsere tolle Stempelplatte und nehmen dann gleich mal das Kärtchen hier, unseren Kartenaufleger, legen den da mal ein und den Stempel mit dem Horst, den brauchen wir jetzt nicht mehr. Jetzt nehmen wir hier diesen Kollegen hier. Gratulation. Das machen wir dann hier so im oben links, so in dem Drittelbereich. So, dass die oben die schönen Blubberblasen noch schön zu sehen sind. Machen wir es so. Genau. Dann nehmen wir den mal hier auf und stempeln. Ja. So geht es. Ich hatte auch das Gefühl, dass das Ranger-Stempelkissen, also dieses Archival-Ink, ein bisschen kräftiger ist wie das Memento. Das ist so mein erster Eindruck. So, jetzt tun wir das mal hier. Wir haben ja ausgetestet sogar. Ja, so. Kann aber auch sein, dass das Memento nicht mal ganz so frisch ist. Willst du etwa Halt. sagen, dass ich dir altes Zeug Ich habe noch was gebe? vergessen. Die Die Blubberbläschen. Blubberblasen. Hier fehlen noch die Blubberblasen. So, die setzen wir hier noch so oben drauf. Hätte ich ja gleich schon mitmachen können. Jetzt macht das halt nochmal. Das ist jetzt quasi nochmal Meditation Teil 2. Sandra fällt gleich auf ihren Läppi, wenn sie noch ein bisschen weiter zuguckt. Wie jetzt? Ich falle gleich aufs Layout, was vor mir liegt. Warum, Sandra? Findest du es zu meditativ, zu ruhig, zu langweilig? Sag's halt dann direkt. Hat sie doch, Was hat sie denn gesagt? dass sie gleich aufs Layout fällt. Oh. Gehen. Ja. So, jetzt haben wir es aber. Guck, Sandra. Tada! Aufwachen. Jetzt haben wir gestempelt. Jetzt geht's weiter. Mit Zusammenstellen der Karte. Wir brauchen natürlich noch einen Kartenaufleger. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich meine ganzen Teile da auf Seite lege. Jetzt brauche ich die Schneidemaschine. Sandra, jetzt kommt deine Schneidemaschine zum Einsatz. Also die, die du auch hast. Und wir brauchen ja noch eine Mattung. Da haben wir jetzt hier 14, 4 Cardstock mal Lemon 10. Lime. 14, 4 mal 10, genau. Ich nehme die Seite, die ist besser. 10. Und 14, 4. So. Und halt, wir machen noch gleich den Kartenaufleger, die Karte selbst, Kartenrolling.
Der ist ja, jetzt muss ich kurz mal gucken, 10, 5 mal 14, 9. C, Mann, was laber ich denn da schon wieder? 21, 14, 9. 21 hat er. 14, 9 hat er auch. Dann brauchen wir bloß noch die Falz in der Mitte. Mit der richtigen Klinge. Mit der richtigen Klinge bei 10, 5. Und schon haben wir es. Ja, Sandra, das Messer in Dauerbenutzung ist klar, dass es dann nicht so lange hält, ne? Doch, sie sagt doch, es Ach hält so so, hält lange. lange. Ja, super. Aber wir haben schon mal ausgewechselt, ne? Ja, kommt drauf an, wie dick das Papier Ja. ist, was man so schneidet, ne? Also wir haben schon ein paar Klingen verbraucht, aber gut, Verena benutzt es ja auch sehr oft und ich ja mittlerweile auch. Also passt es. Ist ja alles legitim. Dafür ist es ein Verbrauchsmaterial. Genau. Die Seite gefällt mir besser. Und was hätte ich fast gesagt? Man kann sie nachkaufen, Haha, was andere nein, Hersteller echt? nicht hinbekriegen. So, passt. Dann kleben wir jetzt mal die Mattung auf. Brille putzen, ja. Das ist, wenn man nur so nebenbei versucht, den Chat mitzuverfolgen, dann erwischt man halt nicht alles, ne? Du So, wirst nie warm mit meiner Allergie, ist ne? egal, ich werde damit warm. Ich bin voll warm. Was? Genau. So, Mattung drauf. Dann kommt gleich Karte drauf. Ist ja gar kein Klebfilm drauf. Ist das Band alle? Jetzt. Hier meine Tombow-Maus. Dann musst du halt mal auffüllen. Der Hausklave hat das nicht gemacht. Legst du das jetzt richtig auf? Ja. So. Und unseren Fisch, unseren Horst, der kriegt jetzt noch 3D-Klebepunkte. Nicht so weiß, wo ich sie hin habe. 1 mm. Ne, Mona, ganz wichtig, 1 mm. Bei 2 oder 3 mm wird es vielleicht ein bisschen zu hoch dann. Das schaut dann von der Optik her vielleicht nicht ganz so aus. Die Melli schreibt noch und vergiss nicht, meinen Tombow zu nehmen, nicht deinen. Ja, genau. Aber den brauchen wir heute gar nicht. Dem Tombow brauchen wir heute gar nicht. Heute brauchen wir keinen Tombow. Heute haben wir hier alles andere an Klebematerial. So, kann ich wieder mal aufrichten. So, und dann können wir unseren Horst auch noch hier hinsetzen. So. Und Und nun kommt nun kommt mein noch ein Highlight. Highlight. Noch Verenas Highlight. Ich weiß jetzt bloß nicht, was Mona nehmen würde. Oder auch, wer war es noch? Genau. Hier, wir haben ja hier oben diese tollen gestempelten Blubberblasen. Und die kriegen jetzt noch ein Highlight, nämlich Animal Dots. Man Wie könnte du schon auch, sagst. für alle Nuvo-Fans empfehle ich wahrscheinlich an der Stelle Morning Dew. Ne, Mona? Morning Dew ist, glaube ich, auch so. Ja. Und ich habe aber jetzt hier Animal Dots und die setze ich jetzt hier genau mitten rein in die Aber Sea Blasen. Breeze wird auch gut aussehen. Sea Breeze würde wahrscheinlich auch passen. Und ich nehme jetzt hier und die pflanze ich genau in diese Tropfen rein. Das schaut total toll aus dann. Ja, den letzten habe ich mit der Pinzette gemacht, weil da habe ich einfach nicht die Finger für. Yep, Morning Dew. So. Und schon habe ich hier einen tollen Wassertropfeneffekt auf meiner Karte. Das passt doch toll zu der Optik und zu dem Thema und überhaupt. Gut, Text, Gratulation.
Ne? Ihr könnt ja auch jeden anderen Spruch da hinsetzen, so wie er euch halt passt. Ja, aber so von der Optik her schaut das jetzt richtig toll aus. Aquarell, Distress Oxide Technik mit bisschen Wassertropfen drauf. So, und dann habe ich eigentlich, habe ich was vergessen? Nee, ne, hab's fertig. Bei der Musterkarte hat man noch einen Glitzer drüber gesprüht. Fand ich aber dann hinterher von der Optik her jetzt nicht ganz so toll, deswegen lasse ich es jetzt weg. Also hier einmal mit noch ein Glitzerspray drüber oder eben ohne Glitzerspray. Ich persönlich für meinen Geschmack finde sie ohne Glitzerspray schöner. Man könnte das Ganze auch in der Rotvariante machen, wenn man jetzt da eher andere Farben nehmen möchte. Hallo Santina. Ja, und schon sind wir wieder fertig und haben eine wunderschöne Karte mit dieser wunderschönen Aquarelltechnik mit Distress Oxide und Distress Microclays inklusive diesen neuen Foam-Dingern für diese Foam-Dingern da, diese Foam-Dinger, diese Klett-Klett-Auf-Bapp-Dinger da, Dingensbummens. Jetzt sagst du noch mal richtig. Mini-Domed Ink Blending Foam heißt es, ganz modern ausgesprochen. Ja, wie gesagt, ich habe es fertig. Muss mal noch schnell hier, bin noch nicht ganz fertig, noch was einblenden. Und zwar natürlich blende ich schon mal ein. Nächsten Termin, Donnerstag, 19 Uhr mit Verena. Was sie macht, weiß ich noch nicht, aber es wird sicherlich wieder spannend und meditativ vielleicht auch. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, Punktlandung 20 Uhr. Haben wir wieder genau die Zeit eingehalten. Für alle, die jetzt noch einen Bergdoktor oder den Tatort des Sonntags Tatort gucken wollen, haben wir es ja genau geschafft. Gut, also dann bedanke ich mich wieder bei euch fürs Zuschauen. So, das mache ich wieder aus. Wir sehen uns dann am Donnerstag wieder, beziehungsweise mit Verena. Jetzt muss ich den Chat umschalten. Wer noch eine Frage hat zu dem heutigen Gezeigten, der darf das natürlich gerne stellen. Und ansonsten verbleiben wir natürlich wieder wie immer. Bleibt gesund. Der Hai ist witzig. Danke, Marion. Und schönen Abend noch an alle. Bis Donnerstag. Und ich glaube, ich sage jetzt nochmal, ich werde dann für alle im Nachgang noch hier irgendwo im Film, wo zeige ich es denn hin? Da, nee, da, noch eine Playlist einblenden für weitere Videos, die hier zu sehen sind. Bis Donnerstag dann. Tschüss an alle, auch von Verena, die schreibt noch schnell was. Schönen Abend. Genau. Tschüss. Winke, winke.